Euro für ein Galaxy S22, 900 Euro für ein iPhone 13 und 350 Euro für ein Galaxy A53, was auf den ersten Blick fast genauso gut ist. Wie passt das zusammen und vor allem, wie gut ist ein Galaxy A53 wirklich? In diesem Video finden wir genau das heraus. Viel Spaß! Man kann schon alleine vom Äußeren erkennen, dass das A53 preislich nicht mit dem S22 oder einem iPhone mithalten kann. Denn das Handy fühlt sich einfach nicht wirklich hochwertig und auch nicht besonders stabil an. Das Gehäuse knarzt etwas, wenn man es an den richtigen Stellen drückt, und auch leichte Kratzer waren bei mir schon nach wenigen Tagen Nutzung vorhanden. Immerhin sieht es, wenn ihr mich fragt, aber ganz gut aus. Man merkt, dass sich Samsung hier beim Design deutlich an den teureren Modellen orientiert, aber deren Qualität nicht wirklich übernommen hat. Immerhin am Display wurde aber nicht wirklich gespart. Das 6,5 Zoll große OLED-Display mit seiner Full HD Plus Auflösung gefällt mir echt gut. Die Farben sind, so wie man es von Samsung kennt, relativ kräftig, aber trotzdem akkurat. Die Helligkeit reicht absolut aus und auch die Blickwinkel gehen voll in Ordnung. Meinem iPhone hat das Display aber sogar was voraus. Denn im Gegensatz zu Apple hat Samsung auch in ihren günstigeren Geräten ein 120Hz Display eingebaut, was mir wirklich gut gefällt. Aufgrund des Prozessors merkt man diesen Vorteil zwar nicht so sehr, aber darüber reden wir später noch einmal. Trotzdem gut, dass Samsung so ein Display aber zumindest verbaut hat. Ich persönlich würde aber sogar sagen, dass mir das Display vielleicht sogar etwas zu groß ist. In manchen Situationen wäre es einfach einfacher, wenn man hier ein nicht ganz so hohes Display zur Benutzung hätte. Aber das ist halt nur meine Meinung. Unter dem Display befindet sich dann auch noch der In-Display Fingerabdrucksensor. Und der ist nicht nur ziemlich zuverlässig, sondern auch noch relativ schnell. Und bevor ich es vergesse, IP-zertifiziert und damit wasserfest ist das Handy zum Glück. Mehr als benutzbar ist aber auch der Akku. Wie man es alleine geschafft hat, hier 5000 mAh zu verbauen, erschließt sich mir sowieso schon nicht, aber die Akkulaufzeit ist wirklich beeindruckend. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, jemals ein Handy mit einer so guten Laufzeit getestet zu haben, außer vielleicht so ein Nokia von vor 10 Jahren. 2 Tage Nutzung sind wirklich easy möglich und ich bin mir relativ sicher, dass einige von euch auch 3 Tage schaffen würden. Es ist wirklich beeindruckend, was man hier bekommt. Ein Ladegerät liegt leider nicht mit in der Packung und selbst wenn es das täte, die 25 Watt an Ladeleistung, selbst im Schnellladen, sind jetzt nicht so extrem viel. Und kabelloses Laden gibt es leider auch nicht. Ganz so beeindruckend wie die Akkulaufzeit ist die Kamera aber leider auch nicht. Klar, die 3 Linsen sorgen sowohl mit einem Makromodus als auch mit einem Ultraweitwinkel für eine gewisse Flexibilität, aber mit besonderer Qualität haben die Ergebnisse eher wenig zu tun. Macht euch am besten selbst ein Bild davon. Bei Tageslicht würde ich sogar sagen, dass die Ergebnisse noch ganz gut sind. Mit 64 Megapixeln sind die Bilder der Hauptkamera häufig ziemlich scharf. Die Farben gefallen mir und auch mit Gegenlicht kommt die Kamera erstmal ganz okay klar. Für den Weitwinkel mit 12 Megapixeln gilt, ein bisschen abgespeckt, auch erstmal das gleiche, außer dass man den etwas fischaugenmäßigen Look doch bemerken kann. Problematischer werden die Bilder eher, wenn es dann auch dunkel wird, denn es braucht nicht viel Dunkelheit und schon verwaschen die Fotos oder fangen an zu rauschen. Da hilft dann auch kein Nachtmodus mehr. Und das hier ist die Qualität der Frontkamera. Ich finde, die geht schon in Ordnung und wie sich das Mikrofon anhört, das hört ihr ja gerade auch selber. Und trotz alledem ist die Kamera doch merklich besser als bei Handys anderer Hersteller in der gleichen Preisklasse. Immerhin ist aber die Performance ziemlich gut. Das wäre zumindest das, was ich jetzt gerne gesagt hätte, aber dem ist nicht wirklich so. Der Name Exynos 1280, dem 6 oder 8 GB an Arbeitsspeicher beiseite stehen, hört sich zwar ganz gut an, aber in der Realität hat mich hier eher wenig überzeugt. Das Handy ruckelt teilweise schon merklich, Benchmark-Ergebnisse sind jetzt auch nicht so geil und allgemein hatte tatsächlich sogar der Vorgänger, das A52S, in einigen Punkten einen besseren Chip verbaut. Das 120Hz Display wäre in der Theorie perfekt, um ein extrem flüssiges System darzustellen, aber dank dem Prozessor macht es das einfach nur sehr selten. Ich will das jetzt auch nicht so darstellen, als wäre alles schlecht, denn das ist es echt nicht. Beispielsweise zocken ist wirklich gar kein Problem und so gut wie alle Spiele laufen auch auf hohen Einstellungen ziemlich ordentlich. Deswegen habe ich auch die Vermutung, dass die schlechte Alltagsperformance vielleicht doch eher an der Software liegt und somit auch möglicherweise noch durch Updates in der Zukunft verbessert werden kann. Trotzdem kann man hier in 2022 schon einfach mehr erwarten. Immerhin ist Samsungs Software mittlerweile echt gut geworden. Meiner Meinung nach sieht Android 12 hier echt schick aus und mit vielen, sehr vielen Einstellungsmöglichkeiten
bekommt man jedoch einiges geboten. Und lange Updates über mehrere Jahre soll man laut Samsung auch bekommen. Was es übrigens auch gibt, ist 5G. Nice. Dual-SIM, sehr nice. Und NFC. Cool. Fazit. Sagen wir es mal so. Das Galaxy A53 ist ein ziemlich solides Smartphone. Für das, was es ist, macht es seinen Job eigentlich relativ gut. Klar, die Performance und die Kamera sind jetzt nicht die allerbesten, aber das Display und vor allem der Akku täuschen darüber echt gut hinweg. Für einen Preis von 450 Euro würde ich es allerdings trotzdem niemals kaufen. Allerdings ist der Preis mittlerweile häufig einfach schon auf 300 Euro oder so gesunken und ganz ehrlich, für diesen Preis macht man hier echt wenig falsch. Aber ja, das war's dann auch mit diesem Video. Hoffentlich hat's euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao.